Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 1 Enemy. Eigentlich heißt es ja nur XCOM, nicht XCOM 1, XCOM Enemy Unknown. Ja, in der letzten Folge haben wir erfolgreich ein UFO abgeschossen und geborgen und neue Forschungen gestartet. Und jetzt scannen wir mal weiter. Waffenfragmente Forschung abgeschlossen. Sehr nice. Scope zur Herstellung bereit. Dieses verbesserte Zielmodul lässt sich mit XCOMs aktivem HUD-System kombinieren und verbessert die Zielgenauigkeit. Das kriegt der Scharfschütze, weil der jetzt auch von hinten zielen kann. Experimentalkriegsführung. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt die Autopsien, weil. Die Autopsie der von Ihnen sichergestellten Aliens erbrachte einige interessante Ergebnisse. Das Forschungsteam bezeichnet diese Variation als Sektoid. Der Grund dafür ist der ungewöhnliche Aufbau seiner Organe, die wir für das Ergebnis einer Genmanipulation halten. Wie schon an der Front beobachtet, verfügt auch diese Spezies über so etwas wie telepathische Kräfte. Lecker! Das wollte ich auch so genau im Detail sehen. Kriege ich gerade Hunger. So, ich denke Abteilung. Scope. Herstellen. Eins. Dankeschön. Kaserne. Soldaten. Scharfschütze verwundet. Das passt schon. Bewaffnung. Wo ist das? Oh, dann geht das Ding weg. Egal, du kriegst Scope. Plus 10. Naja, immerhin. Ich beschwere mich nicht. Wer kriegt jetzt Waffnung? Du kriegst den Pulsbogen. Du musst sowieso vorne stehen. Du hast eine fucking Schrotflinte. Ja. Okay, dann weiterscannen. Neues Bauprojekt. Der Aufzug kostet nichts oder was? War doch 50. Ausheben, Einrichtung bauen. Labor, Kraftwerk. Liefern den Strom für neue Gebäude. Jedes Kraftwerk erzeugt plus 6. Verbundbonus plus 2 Energie pro angrenzendem Kraftwerk. Wo habe ich ein Kraftwerk? Nirgends. Das heißt, wenn ich hier Kraftwerke hinmache, habe ich 6 plus 6 und nochmal 2 extra. Ich brauche sowieso Energie. Also werde ich auf jeden Fall Erdwärmekräfte erzeugen, plus 20 Strom müssen aber über Dampfspalten errichtet werden. Das ist hier am besten. Nicht genug Ingenieure. Für jedes angrenzende Kraftwerk. Kann man Gebäude nochmal abreißen? Okay, könnte ich. Okay, dann baue ich hier auf jeden Fall mal ein Kraftwerk hin. Keine Ahnung. Einfach bauen. Und weiter scannen. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rat. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. Ein Freund des Rates wurde in der Stadt von Aliens angegriffen. Wir würden dumm dastehen, wenn wir nicht mehr unsere Verbündeten vor einer Entführung beschützen könnten. Bringen Sie ihn sicher zurück ins XCOM-Hauptquartier. Wir sollten weitere Informationen für Sie haben, wenn der Drop am Einsatzort ist. 213 Öken nehme ich. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Er hat den Pulsbogen.
Gut, dass es wieder alle, dass sie wieder fit ist. Warum ist es immer so fucking laut, wenn dieser Bildschirm kommt? Strike One, bereit machen zur Landung. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Eine wichtige Zielperson muss in die XCOM-Zentrale und benötigt Geleitschutz. Gegnerische Einheiten im Zielgebiet sind in Alarmbereitschaft und werden Widerstand leisten. Finden Sie das Ziel, eskortieren Sie es zum Abholpunkt und beschützen Sie das Ziel um jeden Preis. Nö. Ich beschütze meine Soldaten um jeden Preis, indem ich Granaten gegen einen Gabelstapler werfe. Thomas Hutch, ein Freund des Rates, befand sich in der Limousine am Fuß dieser Treppe, als die Aliens sie angegriffen haben. Sie müssen Mr. Hutch finden, ihn aus seiner Notlage befreien und ihn sicher zum Sky Ranger schaffen. Neues Ziel erhalten. Ich sollte auch mal anfangen, andere mitzunehmen. Dass die sich auch, dass ich die befördern kann. Falls die mal ausfallen sollten. Ja. Aber jetzt generell gehe ich einfach hin und wenn einer verreckt, lade ich einfach. Weil... Wie funktioniert das? Betäuben. Ja, wie viel Schaden macht das? Muss ich da wirklich direkt in Nahkampfreichweite stehen oder was? hier ist End. Ja, dann viel Spaß. Okay. Hey, wir könnten mit diesen Dingern etwas Hilfe gebrauchen. Hier ist kein Schutz, also dahin. Suchen, der ist weg. Er ist die Straße runter in Richtung des Lieferwagens gelaufen, als wir unter Beschuss gerieten. Wir wollten ihm nach, aber wir wurden hier festgenagelt. Okay. Wo ist mein Scharfschütze? Ein Gegner. Da ist nochmal so ein komisches Ding geplatzt. Ja, dann... Feuer frei. Enttäusch mich nicht. Klaus sei mit dir. Wo ist der andere? Mich weit hinten. Hoffentlich kriege ich... Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Oh fuck. Das ist nicht gut. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh shit. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Weißt du was? Papa hat kein Geschenk für dich. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ja? Bin ich zwar scheiße mit der... Ich hätte ihn vielleicht zuerst töten sollen. Hm. Ach, das Blaue ist die Reihe. Ach so. Ja, das ist natürlich kacke. Wie soll ich bitte an so ein Ziel rankommen?
Wo ist mein Scharfschütze? Hieß es nicht, dass sie jedes Ziel in Reichweite hat? Oh, nevermind. Ich weiß nicht, ob ich da dran will. Ich weiß es nicht. Ja, da treffe ich ihn aber nicht. Ah, warte mal. Hey, diese Kamera. Fick dich, Kamera. Krieg Dünnschiss von dieser Kamera. Hallo? Ich bin nicht mal ansatzweise am Rand vom Bildschirm, ja? Ich glaube nicht, dass ich ihn da treffe. Ah, ey. Das gefällt mir nicht. Mit ihm würde ich hier hinkommen, aber dann hätte ich von ihm halt scheiße Reichweite. Dann gehe ich halt hier hin. So, jetzt aber. 58%. Den kriegst du. Hier, selber gerade in die Fresse. Spasti. Ich mach mir. Jetzt steht die echte. Nein, warte mal. Jetzt gehst du da hin. Jetzt ist ja der Penner weg. Wie soll ich an den ran? Ich hab. Das Gefühl, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, läuft er rum, tötet mich. Wenn ich hier bleibe, bleibt er da und schießt wieder rüber. Geh einfach mal hier hin in Volldeckung. Ja, okay, gut, damit kann ich leben. Theoretisch. Ich hätte vielleicht doch ein Medikit mitnehmen sollen. Fällt mir mal gerade so auf. Hinter der Lampe habe ich vollen Schutz. Aber das ist okay. Ich lasse sie verletzt. Das ist kein Problem. Aber sobald sie stirbt, werde ich das Spiel laden. Ich mache mal noch einen zweiten. Also nochmal einen Save. Verletzt ist okay. Und hat er jetzt gespeichert? Ja, hat er. Verletzt okay. Tot nein. So, falls das jetzt schief gehen sollte, muss ich ihn leider töten. Also ich kann... Are you fucking serious? Das hat auch noch... Schlaf schön. Ausgezeichnet. Jetzt können wir uns auf das Verhör vorbereiten. Kriegsgefangene. Ja, klasse. Wo war der andere nochmal? Der war hier, ne? Ich... Es kann sein, dass ich jetzt laden muss. Krieg nicht in Sichtweite. Wenn ich hier hingehe... Wow. Wo ist der hin? Hier prasselt der Tod nieder. Holy shit. Ich sehe den nicht mal. Muss hier sein. Hier. Oh, warte mal, ist da nicht dieser eine Typ drin, den ich brauche? Vielleicht sollten Sie Ihre Männer instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten. Die sind zwar effektiv gegen Aliens,
zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Bedenken Sie das. Verdammt, Sie haben die VIP verloren. Raus da, Strike One. Mission abgeblasen. Wir haben ein neues Ziel. Hallo, ich möchte gern... Nein, ich möchte... Ich möchte gerne das Spiel laden. Das interessiert mich alles nicht. Das interessiert mich... In Kontakt, Commander. Ist mir scheißegal, ich möchte das Spiel laden. Ich habe da gerade gar nicht mehr dran gedacht. So. Achso, jetzt bin ich wieder hier. So. Er feuert den Reflexschuss ab. Ja gut, muss ich in Kauf nehmen. Aber dann habe ich... Und dann habe ich wieder das Problem, dass der eine Typ da hinten mich gegebenenfalls angreift. Ja, okay, gut, dann ist es halt jetzt Try and Error. Ich frage mich aber, ob das jetzt geskriptet ist für die Runden oder ob das immer wieder zufällig ist. Ausgezeichnet. Jetzt können wir uns auf das Verhör vorbereiten. Und ich werde mir definitiv ein Medikit einparken für die nächste Runde. Ich bin an beiden Seiten ziemlich hart am Arsch. Einfach dahin. Hallo? Wer ist da draußen? Ich bin hier hinten, beim Lieferwagen. Ja, ja, du. Ein neues Ziel. Ah, ich hätte vielleicht die Granate werfen sollen. Ist er da drin oder draußen? Der Alien hat sich anscheinend nicht bewegt da hinten. Wenn das so ist... es ist halt blöd, wenn ich ihn nicht sehe. Ach, jetzt ist er hier. Und ich merke gerade, dass das die Verletzte ist. Da hat er aber ziemlich Schwein gehabt. War nicht meine Intention, mit der zu laufen. Den sehe ich natürlich wieder nicht. Es ist echt ein beschissener Spot da hinten, ne? Dass ich den da nicht sehe. Das kotzt irgendwie ein bisschen an. Das war der weiteste Wurf, den ich wahrscheinlich in diesem Spiel machen werde. Du... Dass ich ihn da hinten nicht zum Sehen kriegt, ne? Aha. Ja. Achso, sie sieht ihn jetzt nicht wegen dem Nebel. Ja, okay. Ist verständlich. Dann mach's halt nicht. Ist auch okay. Und was ist das? Hat der gerade gesagt, habe ihn weggefickt? Geil. So, ihr bleibt da schön hinten dran im Nebel. Du rennst mal vor. Hallo? Wer ist da draußen? Ich bin hier hinten, beim Lieferwagen.
Mich wundert's nur, dass der Alien da gerade nicht drauf geschossen hat. Oh, mein Glück kann man immer wieder haben. Sie sind Menschen. Gott sei Dank. Bringen Sie mich um Himmels Willen hier raus. Wir sollten die VIP schleunigst zurück zum Sky Ranger bringen. Ja, dann lass mich auch laufen. Danke. Ich lege auf jeden Fall ein gutes Wort für Sie ein, wenn wir hier heil rauskommen. Muss ich den einsammeln oder machen die das automatisch? Hoffen wir mal, sie machen es automatisch. Sicher dort. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Alter, Maus, hallo! Ah, das ist eine Fahne gewesen. Ich glaube, er war hier. Hoffen wir es mal. Commander, vielleicht sollten Sie Ihre Männer instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten. Die sind zwar effektiv gegen Aliens, zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Bedenken Sie das. Mir scheißegal. Auf einen kommt's jetzt nicht an. Ha, vielleicht sollte sich mein Sicherheitsdienst mit der gleichen Ausrüstung ausstatten lassen wie Sie. Geh's mal dahin. So. Du legst jetzt mal ordentlich einen Spur zu. Leg da vorne hin. Ich bin dankbar, dass meine Freunde im Rat diese Rettungsaktion organisiert haben. Ich schulde ihnen meinen aufrichtigen Dank. Nur er musste da rein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ne? Ich glaube, im zweiten Teil müssen da alle rein. Ich gehe trotzdem nicht ganz nach hinten. Ich Schritt für Schritt. Ich lasse mir da die Zeit. Und die ziehe ich auch Schritt für Schritt mit, um direkt beide 1 HP. Hallo, wie viel Glück kann ich... Uns wird verstärkte X-Ray-Aktivität in diesem Gebiet gemeldet. Feindverbände nähern sich wahrscheinlich ihrer Position. Wenn ich hier lebend herauskomme, sorge ich persönlich dafür, dass Ihr Projekt alle Unterstützung erhält, die es benötigt. Kann ich dich jetzt da rein bewegen? Sie haben Ihr Leben für mich riskiert. Ich bin Ihnen unendlich dankbar. Die VIP ist in Sicherheit. Kommen Sie schleunigst zurück zur Basis. Hey. Also. Ne? Ich habe es mir angenehmer vorgestellt. Hier werden jetzt wahrscheinlich einige Zeit verletzt rumpimmeln. Oh ja. Oh ja. Also, erstmal befördern. Was hat er denn jetzt? Panzerbrechende Munition. Teilt zusätzlich 100% Schaden gegen Roboter aus. Es gibt Roboter in dem Spiel. Blitzreaktion. Bietet einem Feldposten einen zweiten Reflexschuss, sofern der erste ein Treffer war. Ja, aber Reflexschuss mache ich ja nur mit der Pistole, so wie ich das gesehen habe. Das ist halt schon ziemlich geil, aber ich nehme den Schaden gegen Roboter. Einfach weil. So, mache ich einmal den hier. Was hat er denn? Revolverheld fügt Pistolentreffern 2 Punkte Bonusschaden hinzu. Ja, ich schieße aber nicht mit der Pistole. Gut, mit ihr vielleicht öfters. Echt guter Boden. Gibt 10% Zielsicherheit und 10%. Plus 10 Zielsicherheit und 10 Verteidigung gegen Gegner auf niedrigerem Gelände. Zusätzlich zum normalen Höhenvorteil.
Das ist in Kombination mit dem hier ziemlich geil, das nehme ich. So, und er ist natürlich extrem am Arsch. Och, Alter. Blitzschnelle Reflexe. Der erste gegnerische Reflexschuss jeder Runde verfehlt diese Einheit automatisch. Macht der Fähigkeit. Der Trupp Sturm, natürlich allen Namen, nah und persönlich. Die Chance auf kritische Treffer verbessert sich um 30% gegen benachbarte Ziele. Der Bonus verringert sich mit zunehmender Entfernung zum Ziel. Ich nehme blitzschnelle Reflexe, weil ich mit ihm schon mal in einen Reflexschuss reingelaufen bin, was mich fast das Leben gekostet hat. Ich weiß, es war nicht einfach, aber dies könnte wirklich ein Wendepunkt in unserer Forschung sein. Wir können das Objekt nicht nur vernehmen. Ein lebendiges Alien gibt auch viel mehr Aufschluss über ihre Physiologie. Beeindruckende Arbeit. Die Vorbereitungen im Sicherheitstrakt laufen auf Hochtouren. Neues Gebäude verfügbar. Werkstatt. Jede Werkstatt stellt 5 Ingenieure für unsere Mannschaft ab. Verbundbonus plus 7% Erstattung der Ressourcen beim Bau von Fortbewegungsmitteln, Gebäuden oder Gießereiprojekten. Benutze die Option Einrichtung bauen. Okay, gut. Cool. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Forschung alles Mögliche erstellen. Erstmal speichern. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.